Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute habe ich eine kleine Geschichte aus meinem Deutschunterricht, aus meiner Deutschstunde, aus meinem Kurs. Und ich lese sie dir vor. Das ist die Geschichte von Ed. Ed will eine Pizza. Das ist der Titel. Das ist der Name der Geschichte. Ed will eine Pizza. Ed ist ein Junge. Ed ist in Shanghai. Shanghai ist eine Stadt in China. Ed geht es nicht gut. Ed ist nicht froh. Froh und nicht froh. Ed hat ein Problem. Er will eine Pizza. Ed hat keine Pizza. Ed geht nach Peking. Peking ist eine Stadt in China. In Peking ist ein Junge. Der Junge heißt Jaden. Jaden ist ein Junge in Peking. Ed sagt, Hallo Jaden, hast du eine Pizza? Jaden sagt, Nein, ich habe keine Pizza. Ich habe eine Gurke. Ich habe einen Käse. Ich habe keine Pizza. Ed will keine Gurke und keinen Käse. Er hat Hunger. Er will eine Pizza. Ed geht nach Berlin. Berlin ist keine Stadt in China. Berlin ist eine Stadt in Deutschland. Berlin ist eine deutsche Stadt. In Berlin ist ein Mädchen. Das Mädchen heißt nicht Jaden. Das Mädchen heißt Susi. Susi hat eine Pizza. Die Pizza ist groß. Sie hat eine große Pizza. Auf der Pizza ist Käse und Schinken. Ed mag Pizza mit Käse und Schinken. Susi gibt Ed die Pizza. Sie gibt Ed die Pizza. Ed hat eine Pizza. Ed isst die Pizza. Jetzt geht es Ed gut. Er hat keinen Hunger mehr. I hope that you liked the story, that you understood it. If you want to get a hold of the script and also the exercise that I gave my students as a homework to repeat the story and the vocabulary on that, please check out my Patreon page where I uploaded the PDF for you. Ich wünsche dir viel Spaß beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!